Willkommen, FCK-Fans. Wir sitzen hier in Tirol, genauer gesagt in Zams, im Hotel Jägerhof. An meiner rechten Seite sitzt Philipp Mwene. Philipp, du bist jetzt schon das zweite Mal hier. Letzte Saison warst du auch schon mal hier. Ist denn jetzt irgendwas anders? Hat sich was verändert oder wie ist es jetzt? Nein, eigentlich ist es so wie das letzte Jahr. Natürlich haben wir ein paar neue Spieler dabei. Deswegen vom Team ist es ein bisschen anders. Aber so von der Umgebung und den Trainingsbedingungen ist es genauso gut wie letztes Jahr. Okay, man hört es auch schon so ein bisschen raus. Unsere Fans kennen dich ja auch schon. Du bist Österreicher, auch Wiener genauer gesagt. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die du als Wiener hier den Fans, die hier mitgereist sind, für Tirol geben kannst? Oder kennst du dich hier gar nicht aus? Leider war ich selber, außer halt auf verschiedenen Trainingslagern, auch noch nicht so oft in Tirol. Aber ich denke, man kann sehen, hier gibt es wunderbare Landschaften. Man kann wandern, man kann Fahrrad fahren, man kann sich echt tolle Sachen hier anschauen. Und ich denke, uns und den ganzen Jungs macht es auch hier Spaß. Einfach mal ein bisschen raus aus Kaiserslautern, mal was Neues sehen. Deswegen ist es schon was Besonderes für mich. Gibt es denn Klischees über Tirol? Kannst du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern? Negative Klischees kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass das Essen sehr, sehr lecker ist. In Tirol. Und der Dialekt ist ein bisschen schwierig. Also, aber auch ich mache mal meine Probleme, die ganz zu verstehen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Okay, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Dein Zimmermann-Nachbar ist der Osayaman Osabe. Klar, er kann jetzt nicht so gut Deutsch, aber muss er auch mal für die Kollegen ein bisschen Österreichisch übersetzen? Bis jetzt kam noch keiner zu mir, der irgendwas übersetzt haben musste, außer natürlich der Yaman, mit dem ich auf dem Zimmer bin. Aber ich versuche es ihm wenigstens ein bisschen Deutsch beizubringen, weil er sonst, denke ich, von alleine tut er sich ein bisschen schwer. Aber ich bin da dahinter, dass er das lernt. Ah!